Willkommen zurück zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir einen neuen Mitstreiter gefunden, Magnus, einen Zwerg, der vor P. Schüler und Söhne gestanden ist, weil diese Leute ihm offensichtlich nicht gesagt haben, wo seine Familie her ist. Der auf der Suche nach seiner Familie ist, ein Technologe. Irgendwie passt er, eigentlich passt er gar nicht wirklich sehr gut zu uns, eben weil er Technologe ist, aber derzeit sind wir eh noch nicht sehr magisch, das heißt, wir werden uns noch nicht so stark gegenseitig behindern. Und vielleicht tauschen wir ihn später gegen jemand anderen aus. Ja, wie schon gesagt, Schüler und Söhne haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ich überlege gerade. Wir müssen zu Gilbert Bates. Ist gleich nicht so einfach, dort reinzukommen, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. What do you want? Shall we barter? I need apprentice training. Who's Gilbert Bates? Das wissen wir eigentlich schon. What sort of wares do you carry here? I sell a wide variety of general goods. All are of excellent quality and manufacture. I see that you are amazed by my selection. Well, don't be. Just look around and let me know if you can... if I can do anything. Jo, lass uns handeln. A manservant's universe uniform. Rüstungsschutz 2. Large nice suit. Ah. Small smoking jacket. Plus 20 Reaction. Das heißt, die Leute sind freundlicher dir gegenüber, wenn man das anzieht. Servant's dress. Top hat. Drachenparfüm. Eine Pocket Watch. Wozu könnten wir wohl eine Pocket Watch brauchen? Ein Medaillon. Kann das irgendwas oder ist das einfach nur schön? Ich glaube, es ist einfach nur schön. So einen Anzug zu kaufen wäre vielleicht gar nicht einmal so blöd. In der Stadt. Willst du das kaufen? Dachte ich mir. Dass du das nicht kaufen willst. Aber wir haben schon gesagt, wir werden. Ah, ja, genau. Jetzt könnten wir rein theoretisch, solange wir in der Stadt sind, das anziehen. Dann mögen uns die Leute lieber. Genau, gehen wir mal zu diesem Typen, der da... Achso, warte mal. Inventory, was hast denn du in der Hand? Ah, da hast du schon die Charmed Eggs und eine Small Magic Chainmail. Okay. Gut, also das Verkaufen passt ja schon. Außerdem kann der Typ auch reparieren, soweit ich weiß. Ich glaube, wenn sie eine bessere Reaction hat, kriegt man die Sachen noch billiger. Let us trade goods, Sir. Schauen wir mal. Kaufst du das? Oh, für 561. Na, das verkaufen wir doch glatt. Eine von denen behalten wir uns. Ja, wie schon gesagt, der kauft eigentlich alles. Dafür dann lauter Junk nur. Can you fix something for me? Okay. So, schauen wir mal. Ah, 150 von 150. Das heißt, das ist nicht beschädigt. Das auch nicht. Das auch nicht. Na gut. Virgin.
110 von 110. Okay. Schaut so aus, als wäre nichts beschädigt. Gut, was haben wir da? Da ist Magnus. Wer ist der hier? Hi. Na, schauen wir uns weiter um einmal. Hello. How do I book passage aboard a ship? You're talking to the wrong guy, mister. Climb aboard and speak to the captain. He's the one you're looking for. Okay. Gut, das heißt, wir können auch mit dem Schiff von hier wegfahren. Mal ganz gut. So, was haben wir denn da für Läden? Was ist das? Madame Tussauds House of Secrets. Das schaut schon mal ganz gut aus. Gehen wir da mal rein. Welcome, Traveler. What may I help you to see today? Perhaps you'd first like to tell me who you are. The woman before you is dark-skinned with eyes of black. She's adorned in strange jewelry and scarves. I am Madame Tussauds. Seer of the spirit realm, a guide for those who wish to seek answers from the other side. I see. Could I ask you a few questions, madam? Of course. I'm here to seek answers to all of your questions. What is it you do here, madam? She whispers, almost hissing. As I said, I'm a seer. People come to me with questions, and I do what I can to answer them. Sometimes, and she leans towards you for emphasis, I have to seek answers in the lands of the dead. Let's see, can you see my future? She looks at you, smiling strangely. I've already seen your future, traveler. A strange one it is. At that? What? What do you mean? She whispers darkly. Never you mind, the future is unknown, but inevitable. In the end, it always comes to be. Ja, sag noch weniger Aussage. Quacksalber. If you say so, a few more questions. Of course, I'm here to seek. Ja, ja. Goodbye. Na gut, es gibt irgendwo eine Quest, wo wir die brauchen, soweit ich mich entsinnen kann. Was war da? Madame Lils. Oh, schaut auch nicht schlecht aus. Hey, what? Good day to you. Oh, Bartender. Hello, Bartender. Informationen über Tarant hören wir uns jetzt noch nicht an. Obwohl könnten wir eigentlich. Beautiful human female. Why, hello there. Welcome to Madame Lille's, the finest establishment in Tarant. And might you be Madame Lille? Why, yes, I'm Madame Lille. A pleasure. Will you tell me about your place? Certainly. This is the finest brothel in all of Tarant. Its appointments are refined, the atmosphere is relaxed, and I have gathered together the most exquisite women available, all to see to your pleasure. This is definitely my kind of place. I must go. Oh, what can I do for you? How much for a girl can I get to? Well, for 25 coin. We have a little something to satisfy our more deviant clientele. Bell, our sheep. No, that's not what I meant. Tell you what, I might have a little something for you to do, in exchange for some time with one of the girls. Are you interested? Glaub so nicht. Cassie was our over servicing Mr. Moorland at his house last week. She left a beautiful ruby necklace behind. If you could retrieve it, I would make sure one of the girls took real good care of you.
There is one hitch though. What? Mrs. Moorland cannot know what you are retrieving, that you are retrieving it. She would be very upset if she knew her husband had been entertained by a member of our establishment. Their house is on Devonshire between Vermilion and Kensington. Devonshire, Kenishon. Are you interested? I understand. I'll have it back in no time. Schauen wir mal. Neuer Auftrag. Na, das ist ja mal was. Ein paar Erfahrungspunkte sind immer gut. Vielleicht steigen wir sogar einen Level, so wie es ausschaut. Devonshire. Ah, was ist hier? Devonshire. Rue de Avalon. Was war das zweite? Devonshire und Vermilion, glaube ich, oder? Kensington. Gehen wir weiter rauf. Das dürfte ja eh in der Nähe sein. Da ist dann eine Taverne, da werden wir dann auch eine Weile Zeit verbringen. Devonshire. Vermilion. Na, Geringsburg war es nicht. Da, the Moorland Residence. Na schau an. Huch, das wollte ich nicht. What can I help you with, sir? Greetings, who are you? I'm Laura, the housekeeper. Isn't this the Moorland Residence? Mr. and Mrs. Moorland have gone on holiday. Ah, excellent. Can you help me with something? Maybe. That depends upon the request. Have you heard anything interesting? I've come from Madame Dill. Ah, so that's where the fine bauble came from. Oh, good. You found the necklace. Oh, yeah. I found it right after that Cassie Hall left. A good thing, too. Mrs. Moorland came home and took it upon herself to inspect my cleaning. Not an hour after she'd gone. She would have found it, for sure. Man muss das mit irgendeinem seltsamen schottischen Akzent sprechen. Ich weiß zwar nicht, ob das ein schottischer Akzent ist, den ich da mache, aber ich mach's auf jeden Fall. I'm sure Madame Lil will be glad you got it. You got to it first. Where is it? Hold on there, mister. I hid it from Mrs. Moorland. I kept quiet about it. I kept it safe all this time. What are you gonna give me as my reward? Reward? Isn't that what the Mr. Moorland pays you for, girl? Yes. I can see how you deserve something for your trouble. Well, Madame Little didn't mention anything about the reward. Madame Little, of course, she wouldn't think to offer a reward. Money doesn't mean nothing to her. She and her girls got so much of it, they don't even think about it no more. Now, Laura, I'm sure that's not the way it is. You don't know. You're not here when the girls come in. Always dressed in the finest silk, the most beautiful gowns. Sigh. You know, you're a rather beautiful woman. What has that got to do with anything? Nein, ich kann das, glaube ich, nicht so gut. You seem in awe of Madame Lil's girls. Why don't you work there? Are we leaving now? Okay. Madame Lil's... Those girls must be the richest folk in all the world. Always dressed in the finest silk. The most beautiful gowns. It's not like their work is difficult. Sigh. Nicht sei. They must lead such wonderful lives. Meine Güte. Ich betätige mich jetzt als jemand, der eine Frau zu Prostituierten macht. Es ist kein guter Weg. With your looks, you could be one of them. A young lady like you could easily find work there. You really think so?
Oh yes, here. Give me the necklace. Then go talk to her. Are you sure? Those girls, they're beautiful and refined. How am I gonna get refined? A little practice and you'll be shining. You'll be a shining debutant. Now go see her. Oh, okay. I'll clean myself up a bit. Then I'll go see her. Suddenly, then gives you a kiss. You know, you might be the best thing that ever happened to me. Here, take the necklace. Hand it to you. Thank you so much. You're welcome. Maybe I'll see you over there. Goodbye. Okay, das war ja einfach. Wir haben ein Necklace. Magic Resistance plus 40. Ich weiß nicht, soll ich das hergeben? Puh. Naja. Okay. Das könnten wir eigentlich gleich zurückbringen. Oder? Devonshire Pickwick Alley. Den haben wir da. The Holster Residence. Schauen wir mal, ob da auch jemand zu Hause ist. Oh. Eine Halbling-Dame, oder? Pinched Face Older Woman. It is nice to meet you. Good day to you. Oh, okay. Das scheint noch kein Auftrag zu sein. Aber da kommt sicher noch irgendwas. So, was haben wir da? Türsteher. Hello, sir. May I help you, sir? Might I go in for a drink? Of course, sir. We only ask you conduct yourself in a gentlemanly manner. Allow me to open the door. He does so. Please enjoy yourself. Thank you. I'll be back. Ach, das ist der Gentleman's Club. Ich kann mich wieder erinnern. Du kommst als Frau nicht rein, oder zumindest nicht so einfach. Hey, das ist eine Zeitung. Die nehmen wir doch glatt. Und lesen wir glatt. Da stehen immer irgendwelche seltsamen Sachen drinnen. Garingsburg heißt Painting Stolen. Late on Tuesday evening in the mansion of Mr. James and Mrs. Evelyn Garingsburg. Ah, das haben wir eh schon gehört. Das Bild von den Garingsburgs ist gestohlen worden. Hat sie uns schon auf Beauftragt, dass wir 300 Gold Pieces als Belohnung. Hm. Wen haben wir denn hier? What do you know, friend? It is an honor. Just having a drink. Hey, perhaps you're interested in a game of wits? I'll bet you 500 coins you don't know the answer to a question I have. What do you say? Sure, I'd much rather play some dice. I will be leaving now. I would like to receive apprentice training. Hmm. Nein. Keine Glücksspiele. Wir machen keine Glücksspiele. Wow, sit it well. Another frightful day, I fear. How do you do? And who might you be, sir? I'm Gurin Rockarrow. I don't believe we have met. I'm Odo O'Connor. Pleased to meet you. What can I do for you? What do you do here, Mr. Rockarrow? I'm a professional gambler. I spend most of my time here at the club. You can almost always find me here. My favorite game is Gentleman's Dice. I'm quite good at it. In fact, I have never met my better. Oh. Fascinating. May your luck continue. Anything else? Any news? Might be a good idea to lock up your valuables. There's been a number of robberies in the city, mostly of precious art. I'm grateful. Hmm. Wollen wir spielen? Nein. Da war's die Part. Was ist mit dir?
Ein Elfenadliger. What can I do for you? What do you know, friend? Just enjoying my drink, friend. No offense, but I'd rather just be left alone. Okay. Kann ich nachvollziehen. Wer will schon dabei gestört werden, wenn er am Billardtisch was trinkt? So, wer ist der hier? The smell of alcohol coming from this fellow fairly gags you. Okay, also ein Betrunkener. What is it? Who you be? Might I ask who you are? He looks at you intently, unsuccessfully attempting to focus on you. Why, I'm the Honorable Shermetiziza Esquire. Is this yours? Show him the matchbook you found in the tomb. Oh. Schau an. Hä? His eyes seem to clear for a brief moment. I do not know what you are. Dash, never mind. Leave me alone. Wait a minute. What is your game here? Toss off. He stumbles towards you. I don't wanna have it. Okay. Okay, der spielt nur betrunken. Er ist nicht betrunken. What can I help you with? Give me a drink. Certainly here you are, sir. Enjoy hands and drink glass. What goes around here? The Weddington Gentleman's Club, das sind wir jetzt gerade, is a nice place to go for a drink. Any good company provided you enjoy the company of the richest men in Tarant. Tarant is full of soothsayers trying to make a coin or two, but people say that Madame Tussauds can actually see the future. Thank you, I'm much obliged. Vielleicht weiß sie auch, wo das Bild ist. I hear Madame Lynn runs quite an establishment. Have you met Mr. Cedric Appleby, laughing stock of the city? He is. Couldn't make a steam engine to save his life. Okay. Das kennen wir schon. All roads lead to Vermilion Station. That's what they say, friend. Biggest train station in all of Arcanum, it is. Okay. Ich glaube, das ist nicht sonderlich interessant, was da noch kommt. Departing. Wieso setzt ihr zwei nicht rein? Hat euch nicht reingelassen. Kann das sein? Huch. Offensichtlich war das Trinken anstrengend und... Und Brightsdale Inn. Greetings, sir, and who might you be? My name is Ronald Langley. I'm the doorman of the Brightsdale Inn, the finest hotel in all of Tarant. Do you recommend this inn? Oh, I highly recommend staying here at the Brightsdale, sir. The decor is quite modern, the rooms richly appointed, and the rates are the lowest you will find in all of Tarant. Wahrscheinlich, weil es das einzige ist. I'm sure you will be extremely pleased if you decide to stay with us. Well, ich bin müde. What is the quickest form of travel when in Tarant? That would be the steam rail station, sir. A most wondrous invention. Tarant is connected through a series of subterranean tunnels. Hey, wir haben eine U-Bahn. You'll find 8 stations throughout the city. They are definitely the quickest form of travel here in Tarant. Hmm.
Are there any sites in Tarent that you would recommend? University Park is probably the most see area of Tarent. That quarter of town is a wealth of knowledge. It houses the city hall, the zoological society, and the university. They are simply awe-inspiring. Okay. I'm looking for something more adventurous. Aha, der schickt uns noch zu Madame Ledl. What type of training are you seeking? Gambling? No, not believing now. Gut, ich glaube an dieser Stelle werde ich für heute aufhören. Oder sollen wir noch zu Madame Lil zurückgehen? Was war da? The Franklin Residence. Ja, gehen wir noch schnell zu Madame Lil. Und erfüllen wir unseren Auftrag. Was trinken. Diese Stadt ist einfach groß. Ach, verdammt. Wir haben gerade mal noch nicht einmal ein Viertel wahrscheinlich gesehen jetzt. Why, hello there. Welcome to Madame Lidl's, the finest establishment in Tarent. Ah, seht ihr? Es ist eine mehr geworden jetzt. I have Cassie's necklace. Wir sind eine Dings gestiegen. Oh, very good. She takes the necklace from you. Then, as I promised you, may now take a girl of your choice. For a little entertainment, enjoy your reward. Thank you, Madame Lidl. Also, Necklace ist weg. Quest ist erfüllt. Das müssen wir uns mal anschauen. Ah, wir sind noch betrunken von vorhin. Tja, wie schon gesagt, Charisma rauf wäre ganz praktisch. Was sind wir denn da jetzt gerade? Ah, wir sind da voll. Wir könnten natürlich auch Dodge nehmen. Persuasion können wir noch nicht weiter rauf, da brauchen wir 12. Nehmen wir Charisma auf 12. Charisma 12 bringt nicht nur, dass wir Persuasion weiterbringen können, wir können dann auch einen dritten Henchman uns mitnehmen. Okay, Madame Lidl, kokettisch Half-Elf, Young Experienced Woman, Voluptuous Human Female, Half-Orc Female. Why hello, lover, licking her lips in anticipation. Hi, what's your name? I'm Bunny. Na süß. Tell me about yourself, Bunny. Tell me what you want. I'll do anything. I mean satire, but... You won't believe the things I can do to you. Did you bring any friends with you? He can watch if you'd like. Come on. Are you... ready for a good time? Maybe later. Okay, Herrschaften, an dieser Stelle werden wir Schluss machen für heute. Das nächste Mal werden wir uns mit einer dieser Damen vergnügen. Die Leute, die offended bei so etwas sind, sollten dann einfach die ersten 5 Minuten das nächste Mal auf nicht zuschauen. Sage ich vielleicht das nächste Mal auch noch dazu. Okay, bis dann.
Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.